Die Entwickler haben jetzt endlich offiziell verraten, was diesen Sommer für neue Inhalte für die Sims 4 erscheinen werden. Über die neuen Infos möchte ich in diesem Video sprechen. Auf Twitter haben die Entwickler eine interessante Infografik geteilt, in der grob die neuen Inhalte, die es in diesem Sommer geben wird, vorgestellt werden. Wahrscheinlich sind die neuen Features ungefähr in der richtigen zeitlichen Reihenfolge angegeben, da links das neue Innenhof-Oasis-Set erwähnt wird, welches morgen um 19 Uhr erscheinen wird. Ebenfalls wussten wir schon, dass wir bald eine neue Gameplay-Pack-Ankündigung erhalten werden, allerdings werden die Entwickler hier noch ein wenig konkreter. Dieses wird sich um eine neue Karriere drehen, die mit den Sims durchgespielt werden kann. Vermutlich ist hier eine aktive Karriere gemeint. Weiter soll es eine virtuelle Pride-Feier geben, was genau es damit auf sich hat, ist derzeit aber noch unklar. Laut Wikipedia ist die erwähnte Blockparty aber eine Feier in Wohngebieten, bei der sich viele Einwohner gemeinsam versammeln. Zusätzlich wird ein Sims-Event stattfinden, auch hier ist nicht ganz klar, was damit gemeint ist. Für alle Spieler, die gerne mit neuen Inhalten spielen und sich kein Pack kaufen möchten, ebenfalls soll es in den 3 Monaten 3 neue Basisspiel-Updates geben. Als letztes wurde ebenfalls eine neue Erweiterung angekündigt, bei der man sich laut dem Text mit der Natur verbünden soll. Unklar ist allerdings, ob die Erweiterung wirklich in dem Sinne eine Naturthematik hat, da auch die anderen Sätze auf der Grafik ein wenig Sommerstimmung verbreiten sollen. Ich gehe aber trotzdem davon aus, dass die Entwickler eine Naturerweiterung planen. Alle diese Inhalte werden im Mai, Juni oder Juli erscheinen. Das müsste eigentlich heißen, dass wir diesen Monat das bereits angekündigte Update sowie Set, im Juni ein weiteres Update und ein Gameplay-Pack sowie im Juli das dritte Update und die Erweiterung erhalten sollten. Ebenfalls findet morgen ein weiterer Entwickler-Livestream auf Twitch statt, in dem die Entwickler ab 20 Uhr ja vielleicht schon mal einen Ausblick auf das kommende Update geben werden. Was denkt ihr über die neuen Inhalte und welcher Punkt klingt für euch am interessantesten? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.